Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte schon vorlaut sagen, Minecraft. So, beim letzten Mal haben wir draußen unser Feld gemacht und jetzt machen wir ein bisschen in unserer Höhle weiter. Ich wollte mich eigentlich noch weiter ausrüsten, aber ich habe mir gedacht, wir verheizen jetzt einfach mal das, was wir haben. Mit unseren drei Spitzhacken oder wie viel sind es? Vier. Naja, drei und eine zerquetschte. Kommen wir eh eigentlich recht weit. Vielleicht stoßen wir sogar auf Bedrock. Ich glaube, so ungefähr 10 Blöcke über Bedrock, nicht ganz. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist, glaube ich, die ideale Höhe, um nach Ressourcen zu suchen, weil man auf der Höhe alles findet. Und Diamanten, was wahrscheinlich der wichtigste Rohstoff ist. Ah, wir sind jetzt schon auf Bedrock-Niveau. Nein, das habe ich aber. Also, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt. Ja, ich nehm wirklich mal, vielleicht 7. Nehmen wir mal so, ich weiß es nicht mehr genau. 7 Blöcke über Bedrock-Niveau. Jetzt hat Bedrock aber eh schon 3. Ich weiß nicht, ob man die mit reinrechnen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal. Ja, das kommt mir wie eine sinnvolle Höhe vor. Ach, wisst ihr was? Perfekt. Nehmen wir das als Grundlage. Nehmen wir die Höhe, die hier schon vorgegeben ist, als Grundlage für unsere Grabungen. Wollen wir sogar noch eins höher. So, dann ist es genau auf der Höhe mit dem. Das dürfte eine gute Höhe sein für die Rohstoffjagd, für alles Mögliche. Ich meine, Glück ist natürlich auch immer ein großer Faktor bei sowas. Aber das kommt mir schon ganz sinnvoll vor. Naja, und jetzt halten wir Shift gedrückt, damit wir nicht in Lava fallen, falls wir vor uns ein Loch aufgraben sollten. Was durchaus öfter mal passiert. Und buddeln uns hier einfach mal durch. Ach ja. Das ist der wahre Minecraft-Soundtrack. Je nach Material der Spitzhacke ändert sich das. Aber das ist, glaube ich, der Rhythmus. Also ich glaube, die meisten Leute, die Minecraft spielen, kennen diesen Rhythmus in- und auswendig. Ich wippe auch gerade so ein bisschen mit auf dem Stuhl. Ich kann gar nichts dagegen machen. Das ist einfach in den Minecraft-Spieler-Genen. Schön. Ach ja. Tja, ich hab gesagt damals, dass es in dem neuen Smash Bros., in Smash Bros. Ultimate, oh, Redstone, irgendwie Minecraft-Content geben wird. Ich hab gesagt, Steve wird kein Kämpfer werden. Hielt ich für unwahrscheinlich, aber es wird in irgendeiner Form Minecraft-Content geben. Und obwohl man das noch nicht ausschließen kann, ist bis jetzt nichts angekündigt und man weiß eigentlich schon sehr viel über das Spiel. Es gibt ja in Smash Bros. Ultimate diese Spirits. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Ich muss das vielleicht erklären für die, die Smash Bros. Nicht so kennen. Weil Smash Bros. Funktioniert ja auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Im Grunde ist es einfach das Spiel für das ultimative Spiel für Videospiel-Enthusiasten. Nicht nur, aber natürlich schon auch stark mit Nintendo-Fokus, aber eben nicht nur, weil sehr viele Gastmarken mit dabei sind, gerade im neuesten jetzt, von Castlevania über Mega Man und Pac-Man und so weiter, Bayonetta, Metal Gear und so weiter. Sonic natürlich, so. Aber jetzt höre ich auch aufzuzählen oder so. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und die eigentliche Kampfmechanik, die macht zwar Spaß und ist ganz cool, aber die war jetzt für mich persönlich nie die treibende Kraft der Smash Bros. Spiele. Ich weiß, da gibt es ganz viele, die das wirklich kompetitiv spielen und sowas. Echte Ligen gibt es da, echte Profis. Das ist echt beeindruckend, wenn man sich deren Kämpfe mal anguckt. Was für eine unglaubliche Kontrolle und mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit die vor allem kämpfen können. Das ist irre. Aber das war für mich nie der Fokus des Spiels, für mich persönlich. Schon auch, aber eher so die Nebensache. Das Gameplay, das man macht, damit man das eigentliche Spiel spielen kann, nämlich das Freischalten
Oh, Diamanten, yay. Da haben wir jetzt aber nicht das richtige Werkzeug dabei, aber das ist schon mal gut. Das Freischalten dieser unsagbar vielen, naja, Kulturreferenzen, die es in dem Spiel gibt. Und das geht über Musikstücke aus den ganzen verschiedenen unzähligen Videospielreihen. Im neuen Smash Bros. Sind jetzt, glaube ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube, dass es Richtung 1000 Songs aus den verschiedensten Franchises gibt. Teilweise die Original, teilweise auch die 8- oder 16-Bit-Version, teilweise auch in überarbeiteter Version und orchestrale Version und so weiter. Und das alleine ist schon großartig. Und in den alten, in den vorherigen Smash Brothers Teilen gab es immer Höhlen voller Kohle und Obsidian. Nein, gab es immer Trophäen. Man hat Trophäen gesammelt. Und die Trophäen muss man sich echt vorstellen wie Amiibos. Also die Trophäen in Smash Brothers sind ziemlich offensichtlich so die geistigen Vorfahren der Amiibos. Und die ersten Amiibos, die rauskamen, kamen sogar zusammen mit Smash Brothers für die Wii U raus. Smash Brothers, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen ein Zungenbrecher. Für mich zumindest. Smash Brothers, wenn ich das schnell sage, Smash Brothers. Naja, und die sahen auch genauso aus wie diese Trophäen im Spiel. Nur, dass eben im Spiel diese Trophäen logischerweise virtuell sind. Virtuelle Figuren. Aber die konnte man sich dann eben ansehen und drehen. Und bei jeder Figur war auch so ein Text dabei. Da stand dann dabei, wer ist diese Figur, was macht die im Spiel. Dann standen unten noch irgendwie die ersten Spiele oder überhaupt Spiele, in denen diese Figur auftritt. Und man hat einfach auch noch was gelernt. Ich habe wirklich sehr viele Figuren über die Smash Brothers Reihe kennengelernt. Sehr viel Videospielwissen mir durch diese Spiele angeeignet. Und das alleine war schon sehr motivierend immer und hat sehr viel Spaß gemacht. Das war für mich so, glaube ich, die haupttreibende Kraft, Smash Brothers zu spielen. Das Gameplay an sich macht schon Spaß, aber das alleine hätte mich, glaube ich, nicht lange gefesselt. Sondern es war wirklich dieses Freischalten von diesen Trophäen, dieses Lernen, was es alles so gibt an Marken und gab und so. Das ist schon, das war faszinierend. So, jetzt muss ich hier kurz überlegen, dann erzähle ich weiter. Ich mache mir jetzt mal kurz ein bisschen Knochenmehl und gehe ein bisschen Wiese schneiden. Okay, und jetzt im neuen Teil gibt es diese Trophäen nicht mehr, weil sie gesagt haben, so 3D-Modelle, und es gab ja wirklich viele hundert Trophäen im Vorgänger zum Beispiel, so 3D-Modelle von allen möglichen zu entwickeln, dauert einfach viel zu lange. Und deswegen wollten wir uns ein System überlegen, wie wir noch mehr Franchise, noch mehr Charaktere und noch mehr Shit einfach in unser Spiel bringen können. Ohne. Oh, es regnet. Ohne dass wir für alles ein 3D-Modell machen müssen. Und deswegen haben sie jetzt Spirits eingeführt. Das muss man sich vorstellen wie im Grunde Bildchen, im Grunde Sticker. Im Grunde sammelt man jetzt keine Trophäen mehr, was natürlich sehr schön ist, sondern Sticker. Das ist zwar theoretisch natürlich ein Downgrade, was ich schon schade finde, aber auf der anderen Seite hat man jetzt halt schon alleine in den Trailern und alleine auf der Homepage und sowas, so nebenbei im Grunde, oder während der Erklärvideos, wie diese Spirits funktionieren, hat man jetzt schon über 400, ich glaube fast 500 verschiedene von diesen Spirits gesichtet. Und es gibt wahrscheinlich noch etliche mehr. Also es gibt einfach neben den Kämpfern und neben den Helfertrophäen, also den nicht steuerbaren NPCs und sowas und den Bossgegnern, die ja eh schon so viele, unglaublich viele Charaktere sind, gibt es halt eben auch noch zusätzlich diese Sticker jetzt. Und die zu sammeln macht, glaube ich, echt auch Spaß, motiviert auch echt. Was man bis jetzt aber noch nicht gesehen hat, und das ist so ein bisschen meine Sorge, ich hoffe stark, dass diese Sticker weiterhin so kleine Texte haben, die die Charaktere erklären und eben ein bisschen was über deren Backstory erzählen. Weil wenn nicht, finde ich das echt schade. Das finde ich nämlich, ich habe keinen Bock, irgendwie mit Wikipedia neben dem Spiel zu sitzen und mir zu jedem Spirit, den ich nicht kenne, den ich freischalte, die Geschichte irgendwie auf Wikipedia durchzulesen. Wäre echt schade, wenn der Aspekt fehlt. Auf die 3D-Modelle kann ich verzichten, aber diese Geschichten, diese Erklärungen und sowas, die würde ich sehr stark vermissen. Ich hoffe wirklich, dass die noch drin sind.
Ja, und die Spirits haben auch dann noch so eine Gameplay-Ebene, die mich wieder so gar nicht interessiert. Wenn man kann die dann irgendwie ausrüsten und die haben dann irgendwelche passiven Fähigkeiten, die man dann seinem Kämpfer dadurch verleiht. Und dann gibt es noch Haupt- und Sub-Spirits, die man kombinieren kann, die sich gegenseitig wieder verstärken. Und dann leveln die hoch. Und dann kann man die weiterentwickeln. Das Weiterentwickeln ist wieder irgendwie witzig. Das ist so ein bisschen Pokémon im Videospielland. Das ist dann so, dass man zum Beispiel Naked Snake kriegt, also den Metal Gear Protagonisten, den Metal Gear Solid Protagonisten aus dem dritten Teil, der später zu Big Boss wird. Aber da ist er halt noch Codename Naked Snake. Und wenn man den dann hochlevelt, damit er sich weiterentwickelt, wird er dann eben zu Big Boss. Und so sammelt man dann eben verschiedene Spirits, indem man die auch entwickelt. Das ist, glaube ich, schon ganz nett. Aber wie gesagt, die Geschichten würde ich sehr vermissen. Und warum erzähle ich das Ganze? Weil ich am Anfang gesagt habe, ich habe prophezeit, es wird Minecraft-Content geben, aber keiner zu sehen bis jetzt. Aber in diesen Spirits, wer weiß, mit welchen Spielemarken da noch irgendwie Deals gemacht wurden, was da doch noch irgendwie alles vorkommt. Mal abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich ungelogen Tausende gibt. Vielleicht ist Tausende ein bisschen viel, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall über 1000 kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht ist Tausende gar nicht so übertrieben. Ich habe mich verlaufen. Wo ist denn der große Riesenturm? Da kann ich mich. Ah, da bin ich. Okay. Habe ich ganz falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall ist die Sache noch nicht vom Tisch. Ich finde, Minecraft müsste eigentlich in Smash Bros. Ultimate repräsentiert werden. Aufgrund eben dieser unglaublich großen Bedeutung, dieser unglaublichen kulturellen Bedeutung, die Minecraft für die Videospiellandschaft der Postmoderne, als ob es vor der Postmoderne Videospiele gab. Naja, auf jeden Fall für die unglaubliche Bedeutung müsste Minecraft eigentlich durchaus in Smash Bros. Ultimate vorkommen, finde ich zumindest. Irgendwie funktioniert mein Mausrad leider nicht mehr. Ich befürchte, ich brauche eine neue Maus schon wieder. Ich habe mir extra so eine ultra leise Maus gekauft. Ist echt cool. Ich halte die mal ganz nah ans Mikrofon. Selbst wenn ich die nah ranhalte, hört man. Also man hört, glaube ich, wie leise die ist, oder? Hört man die überhaupt? Nee, wenn ich drauf klopfe, dann natürlich schon. Aber guck, wenn ich ganz leicht nur drücke, hört man gar nicht. Cool. Die ist auch echt cool. Die benutze ich jetzt schon seit 2 Jahren ungefähr. Aber jetzt funktioniert das Mausrad nicht mehr. Wenn ich nach hinten drehe, dann weiß ich nicht. Mag die manchmal, reagiert die manchmal nicht. Leider. Schade. Wow. Wow. Minecraft Soundtrack. Ich brauche Stöckchen. Haben wir gar keine Stöckchen mehr. Dann gehe ich mal schnell Stöckchen holen. Tja. Und die haben ja diese Spirits auch wirklich sehr gut in ihren neuen Story-Modus integriert. Das ist nämlich echt nett. Das ist einfach so super Fanservice. Also von Fans für Fans hat man das Gefühl. Im Grunde ist die Story, wenn man die so nennen will, na doch, es ist schon eine Story, dass irgendeine böse Macht gekommen ist und allen Videospielfiguren im ganzen Videospielmultiversum die Seelen geklaut hat. Und alle sind tot im Grunde. Alle sind ausgelöscht. Bis auf Kirby. Kirby hat es irgendwie geschafft, dem Ganzen zu entgehen. Könnte dran liegen, dass Kirby die Marke ist, die der Smash Brothers Macher Sakurai schon von klein auf betreut quasi, weil das seine Marke ist. Wer weiß, auf jeden Fall hat Kirby das Ganze überstanden und macht sich auf, die Seelen aller anderen Videospielcharaktere im Videospielmultiversum zu retten. Und im Grunde, diese ganzen Smash Bros. Kämpfer, die wir kennen, also Link und Mario und Cloud aus Final Fantasy und eben Bayonetta aus Bayonetta und Mega Man und alle, ich glaube, über 70 Kämpfer, die es gibt, deren Körper werden quasi geklont, in Hüllen einfach gepackt. Und diese Hüllen werden dann von den Geistern aller Videospielcharaktere, die es so gibt, besessen. Und
man befreit dann eben diese Spirits, indem man diese Körper mit diesen Hüllen, also diese Hüllen mit diesen Seelen besiegt, und dadurch befreit man dann auch die Seelen und macht sie auch wieder gut dadurch im Grunde. Und der Kniff an der Sache ist jetzt der, dass es natürlich nur, unter Anführungsstrichen, nur diese 70 spielbaren Kämpfer gibt als Kämpfer, aber da die haben quasi, also die Matches, also ich fange mal so an. Gleich der erste Kampf im Spirit-Modus, den hat man schon gesehen, besteht daraus, dass man Stöckchen wollte ich haben, besteht daraus, dass man gegen einen Pikmin-Gegner kämpft. Die Seele eines Pikmin-Gegners im Körper von Mario. Und dieser Pikmin-Gegner kann seinen Körper schlagartig hart machen, wie Stein, und dann kann man ihn nicht verletzen. Das ist ein Gegner, der ist so rauchförmig und der wird dann sehr schnell sehr massiv und man kann ihn nicht mehr töten. Und der Pikmin-Gegner, die Seele von dem, hat quasi einen Mario-Klon, eine Mario-Hülle in Besitz genommen. Und dann kämpft man gegen einen Mario, der vom Farbschema der Seele von diesem Gegner aus Pikmin entspricht. Und der wird immer wieder mal zufällig zu Metall, zu Metal Mario. Und ist dann viel schwerer wegzuschubsen und hält viel mehr aus, aber dann wird er wieder verwundbar. Und so haben die für jede dieser Seelen im Grunde sich so ein Event-Match überlegt mit Sonderregeln, die eben genau diesen Gegner, dieses Spirit repräsentieren. Und das finde ich schon ziemlich cool. Wenn man zum Beispiel gegen Emmerich kämpft, gegen Otacon, den Erfinder von Metal Gear aus der Metal Gear Solid-Reihe, dann kämpft man eben gegen Dr. Mario, und die Seele von Emmerich steckt in Dr. Mario, und begleitet wird Dr. Mario von einem riesigen Rob. Also diesem Roboter, den man früher als NES-Zubehör kaufen konnte, der ist auch ein Kämpfer. Und der riesige Rob repräsentiert quasi Metal Gear Rex und Emmerich eben im Körper von Dr. Mario. Und das sind halt einfach echt witzige Ideen. Das finde ich echt ganz cool. So. Ach so, Eisen brauche ich noch. Das ist halt einfach wirklich das absolute Videospiel-Fan-Nerd-Ding. Das ist einfach echt großartig. Ich glaube wirklich, dass das für sehr viele Videospielenthusiasten, auch welche, die vielleicht mit Nintendo selbst gar nicht viel anfangen können, wirklich was sehr Cooles sein kann. Weil eben auch so viele Nicht-Nintendo-Marken mit dabei sind mittlerweile. Eben auch Final Fantasy und so. Und ich meine, mit so Marken wie Mario oder vielleicht auch Zelda oder Metroid kann wahrscheinlich auch, können die viele noch was anfangen, die eigentlich auch nicht so viel mit Nintendo am Hut haben. Natürlich fehlen irgendwie sowas wie Lara Croft und Crash Bandicoot, die fehlen da drin, aber leider schafft's halt nicht jeder. Ich meine, es kommen noch 5 DLC-Charaktere, mal abwarten. Was machen wir denn jetzt noch? Brauche ich noch mehr Spitzhacken? Man kann nie genug Spitzhacken haben. Mache ich mir gleich noch ein Eisenschwert? Schade um das Steinschwert, aber ja. Okay, den Rest verpacke ich jetzt erstmal. Street Fighter habe ich ganz vergessen. Ah, finde ich auch so cool, dass Ken und Ryu aus Street Fighter mit dabei sind. Und auch noch das Design vom Original Ken, nicht das neue. Ryu hat sich ja nicht so stark verändert, aber Ken hat sich schon irgendwie stark abgeändert. Aber das ist noch der Super Nintendo Ken in Smash Bros. Das finde ich sehr schön. Toll. Und Mega Man und Sonic. Es ist einfach wirklich, ich liebe Mega Man und Sonic, aber wie die von von Capcom und von Sega so behandelt werden, finde ich nicht sehr schön. Und wenn man dann sieht, wie absolut mit so viel Liebe und mit so viel Detailverliebtheit und wie toll die in Smash Bros. Repräsentiert sind, mit wie viel Respekt, dann ist das einfach schön anzusehen. Mega Man 11 ist jetzt nicht schlecht oder so, ist jetzt kein katastrophales Spiel. Ist es 11 der neueste? Ich glaube schon. Aber, ach Mann, ey. Wirklich, ist das das, was Capcom noch mit der Mega Man-Marke vorhat? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das noch wird mit Mega Man.
Und die Sonic-Spiele, habe ich das Gefühl, werden auch von Jahr zu Jahr schlechter. Nein, da sind mal wieder welche dabei, die sind okay, dann sind wieder welche dabei, die sind eine Katastrophe. Aber so richtig geil, wie es früher war, wird Sonic irgendwie, glaube ich, nicht mehr. Und wenn man dann in Smash Bros. Sieht, wie respektvoll und wie toll die da integriert sind, mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel, man muss auch sagen, mit wie viel Budget und Zeit halt auch. Ist ja, Nintendo ist halt einfach scheißreich. Das darf man nicht vergessen. Und haben einfach ein unglaubliches Polishing-Team offensichtlich. Aber wenn man das dann sieht, dann ist das schon einfach. Dann tut's noch mehr weh, wenn man sieht, wie die eigenen Firmen diese Marken behandeln, weil die teilweise halt wirklich. Also ich meine, Mega Man. Was ist nur aus Mega Man geworden? Castlevania. Was ist aus Castlevania geworden? Castlevania und Mega Man und auch Sonic waren so die großen Marken. Und was ist jetzt noch von denen übrig? Castlevania hat es ja wenigstens versucht mit diesen neuen Devil May Cry-artigen Spielen da ein Reboot zu machen. Und die waren auch ganz gut. Mir persönlich haben die nicht gefallen. Aber die waren auch ganz gut. Aber für mich persönlich sind so die klassischen Castlevania-Spiele schon die besten. Ich mag auch die NES und Super Nintendo Castlevanias, aber so seit der PlayStation. Die PlayStation und DS-Teile, die diese Rollenspiel-Aspekte mit aufgenommen haben in ihre Videospiel-DNA, die sind schon die Krönung der Castlevania-Reihe. So diese 2D-Rollenspiel-Dinger. Das ist cool. Der best, also mein persönlicher Lieblingsteil, ich weiß, für viele ist das bestimmt dieser erste PlayStation-Teil, weil der auch mit der, ist auch verständlich, weil der auch der erste war, der diese Rollenspielmechanik eingeführt hat und der ist auch ein großartiges Spiel. Aber mir, ich persönlich mochte den DS oder 3DS, ich glaube DS-Teil, in dem besiegte Gegner, ich kann den Namen leider nicht mehr nennen gerade, fällt mir gerade nicht ein, aber in dem haben alle besiegten Gegner im Spiel Karten gedroppt. Wie Spielkarten, wie Sammelkarten. Und diese Karten konnte man dann jeweils zwei davon kombinieren und dadurch hat der Spielcharakter gewisse Effekte bekommen. Und das war eigentlich echt sehr cool. Da hat man halt wirklich rumexperimentieren können. Es gab wahnsinnig viel Karten mit unglaublich viel Effekten und man konnte ganz viel rumexperimentieren und ganz viel Spezialattacken dadurch kombinieren. Also natürlich der Kampf mit Peitsche und so war immer relativ standardmäßig. Es gab dann auch Sachen, die Peitsche länger machen oder Feuer machen. Aber halt eben zum Beispiel, dass man, wenn man den Beschwören-Zauber benutzt und den Zombie-Zauber, also die Karte, das ist jetzt ganz simpel, aber ja, so hat es ungefähr funktioniert, konnte man einen Zombie beschwören, das mit einem mitläuft und Gegner für dich attackiert. Und da gab es einfach so viele Effekte, dass es einfach echt cool war. So, wir haben schon unsere ersten Diamanten. Das ist crazy. Ich habe schon auf manchen Servern, in manchen Safe-Games ungelogen etliche Stunden damit verbracht, Diamanten zu suchen. Wirklich wahr. Und jetzt finde ich hier unten gleich 8 auf einen Haufen. Wenn ich dann mal 3 gefunden habe, war ich teilweise schon froh. Aber 8 ist verrückt. 8 ist cool. Ja, da mache ich mir jetzt gleich noch ein Diamantschwert. Schade um das Eisenschwert, aber so ist das eben. Eine neue Stufe der Evolution hat eingesetzt. Es ist Diamantzeit. Und wir haben noch dazu 3 zusätzliche Diamanten, falls was passieren sollte. Gott behüte. Aber man weiß ja nie. Da unten ist es gefährlich. Nacht ist es auch noch. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen Kohle und Eisen gleich in den Ofen packen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache mir mal noch kurz eine Schmelzkiste. Genau, da packe ich gleich mal Sachen rein, die noch zu schmelzen sind. Und ein bisschen Kohle auch dazu. Momentan haben wir da eh nicht so viel. Aber das machen wir. Und ich glaube, ich mache die Decke mal eins höher. Die leben da draußen in ihrer riesigen Stadt, in ihren fancy Häusern. Und ich bin so ein Hobbit in meiner Erdhöhle hier.
Runter von meinem Rasen. So, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und das Wichtigste und Beste, was dem Kanal hilft, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Empfehlt den Kanal weiter. Wenn euch Videos besonders gefallen, teilt sie in euren sozialen Netzwerken. Empfehlt sie euren Freunden. So könnt ihr dem Kanal, glaube ich, fast am meisten helfen. Und das fände ich toll. Ich bin dafür. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.